Tja, wenn man wie ich in einer Gegend wohnt, in der die Currywurstanbieter eher so naja sind, dann macht man sich halt mal selber eine Mahlzeit. Und für alle, die es nicht wissen, ich bin sehr großer Currywurstliebhaber und muss eigentlich jede Currywurst probieren, die ich irgendwo am Straßenrand finde. Leider wird man bei solchen Currywurstverkostungen oftmals enttäuscht, aber das gehört auch damit dazu. Es gibt aber wahnsinnig viele leckere Currywürste, so wie die hier. Aber die hier war ja auch selbst gemacht, da weiß man, was einen in der Schale erwartet. Anders ist es bei diesen beiden Kandidaten hier. Das ist die Hauptstadtpraline und da weiß ich noch nicht so ganz, was mich in der Schale erwarten wird. Die Hauptstadtpraline bekommt man als normale Currywurst sowie in einer vegetarischen Variante. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Bratwurstersatz bei dieser Variante vegan, die Currysoße allerdings vegetarisch. Eine Verkostung der Hauptstadtpraline erfolgt in den nächsten Tagen und ihr dürft dabei sein, wenn ihr dann wollt. Am Dienstag war ja Lakritztag und da habe ich mir am Abend einen kleinen Salmiakki gegönnt. Daraufhin haben mich einige Leute gefragt, was das denn ist. Salmiakki hier von der Firma Koskenkorva aus Finnland ist ein Lakritzlikör, eine Mischung aus Gerstenschnaps und türkisch Pfeffer. Dieser türkisch Pfeffer ist eine stark lakritzhaltige Süßigkeit, die in diesem finnischen Wodka-ähnlichen Schnaps aufgelöst wird und dadurch entsteht Salmiakki. Und da am Wochenende in Konstanz das Barcamp Bodensee stattfindet, werde ich den Salmiakki dorthin mitnehmen und dann gibt es eine kleine Verkostung. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen soweit beantworten. Wenn es noch welche gibt, her damit.